So, Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück zu dem ARK Survival Evolved LP auf der PS4. Wir haben die Primitive Plus Mod installiert und haben uns in der letzten Folge ein paar Dilos gezähmt. Dabei kam irgendein unsichtbarer Predator-Dilo, der uns ziemlich böse zu schaffen gemacht hat, fast getötet hat. Hier ist noch einer am Zähmen, der sollte bald fertig sein, hoffe ich doch. Oh. Könnte man mal noch ein bisschen narkotisieren. Komm, hauen wir dem noch ein paar Beeren rein, dass wir ihn auch wirklich kriegen. So. Und wenn er jetzt frisst, dann sollten wir den bald haben, denn wir haben dreifache Tame-Geschwindigkeit extra für den LP, genauso wie die doppelte Menge von dem Zeug, was wir farmen können. Und dann schippern wir zurück zu unserer vorläufigen Base. Ja, mal schauen. Haben wir eine kleine Ausbeute gemacht, haben einen tollen Dilo sogar dabei. Ein Level 43er hier. Ne, 42er hier, sind 13er. Machen wir einfach mal ein bisschen auf Gesundheit drauf, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr überleben. Hier ein 42er. Oh, der könnte jetzt so langsam mal kommen hier. Ja, der kriegt gar nichts mehr dabei. Der frisst gar nichts davon. Ja, müssen einen Dodo killen. Dodo Fleisch, dieses Fresh Poultry, das auch mit der Mod dabei ist, das haben sie eigentlich recht gerne gefressen. Mal gucken, ob wir sowas finden werden hier. Aber die anderen hatten doch auch nochmal das Fleisch gefressen, oder? Täusche ich mich da? Kommt schon her. Kommt schon her, geht doch weg. Nix hier irgendwie. In den Sumpf möchte ich eigentlich nicht gerne tappen. Da wird es sicherlich Fleisch geben. Aber das sind auch wir, sind laufendes Fleisch dort. Da sind wir noch nicht fit genug dafür. Aber hier noch. Ah, hier, guck mal. So. Holen wir uns noch mal ein bisschen Fleisch. Oh, Fresh Meat. Steinpfeil zurückbekommen. Ach, das wollte ich ja auch mal noch gucken, ob er irgendwo herausahnen kann. Ob hier irgendein Pfeil mehr Damage macht. Irgendwie frisst er das nicht. Vielleicht ist das Fleisch auch unsichtbar für den, genauso wie der eine komische Saurier. Komm, geben wir ihm mal alles hier. Gibt's doch gar nicht. Friss endlich. Blöder Penner. Ja, komm, da gehen wir doch mal gucken. Gehen wir mal gucken, ob wir da irgendwas finden gerade. Da hinten ist ein Dilo. Zwei. Ich will hier gar nicht weiter. Scheißsumpf, hasse ich. Aha. Fioma, Kackmaschinen. Nee, komm, da gehen wir weg. Wo sind die anderen? Ah, hier. Ah! Jetzt hat er gefressen. Okay. Komisch, ne? Hat lang gedauert. Für so ein Dilo. Ja. Hat aber auch wirklich nur noch eins gefressen oder so. Hier ist der andere Pfeil. Hier steht aber auch nicht dabei, wie viel Schaden der jetzt macht, ne? Das ist der, den wir mit Federn und so gemacht haben. Los, kommt. Wir gehen zurück. Ich futter mal was auf dem Weg. Trink mal ein bisschen was. Schnauze unter Wasser. Schwänzchen in die Höhe. So. Auf geht's. Richtung Boot. Wieder weg. Wir können auch nur Federpfeile momentan herstellen. Wir haben festgestellt, dass die Dossiers keinen EP-Bonus geben, wie im eigentlichen Spiel hier bei der Mod. Der andere folgt mir, doch. Folgt mir, aber er hängt hier fest. Gerade noch der 42er. Ja, dich lassen wir nicht zurück. Keinen Fall. Komm. Weghacken. Zurück Richtung Boot. Gucken, ob wir die irgendwie rüber transportiert kriegen. Oh. Nee, das war ein Para. Ich dachte schon, da wäre ein Kanu. Okay. Verwechslungsgefahr. Komm, hauen wir das hier gleich weg. Bevor die Dinos hier herumbacken und spacken und machen, was das Zeug hält. Ich weiß gar nicht, was wir alles auf dem Boot haben. Ich gar nicht angeguckt letztens. Feuerstein kann man immer gebrauchen. Ja, komm, übertreib. Ja, danke. War mir klar. Wir haben zwar Dinos dabei, aber naja. Komm, wir stellen mal normale Pfeile her. Noch 10. Ja, sollte reichen. Strukturen, können wir da irgendwas bauen noch? Ja, schön. Holzwände. Auch mal zwei bauen. Für unser Boot.
gucken. Werden wir die gleich platzieren oder so? Ah, das ist eine Schildkröte, meine ich. Seid ihr alle da? Ja. Müssen wir auch noch Futter für die besorgen. Dass sie auch schön immer sich vollfressen können. Zack, da haben wir doch schon mal was. Und Federn. Federn brauchen wir auch einen Haufen. Für diese neuen Pfeile. Ich weiß zwar nicht genau, was sie bringen. Aber man kann es ja mal ausprobieren. So, wunderbar. So, das haben wir als für die Farm bei uns. Hier, die holen wir als Nahrung. Und, oh, für die Federn. Ah, da kommen sie. Was rennt da hinten rum? Es wird dunkel, also Zeit für die Base. Einwandfrei, super. Wo ist denn das Boot? Bin ich schon vorbei, oder waren wir? Nee, wir waren noch ein bisschen weiter. Okay, kommt. Kommt, Jungs. Und Mädels. Oh, oh. Ja, wenn ich die Tappen höre, denke ich immer, das wäre dabei irgendwas hinter mir. Da hinten ist das Boot. Okay. Nichts Böses hier. Sieht mir nicht so aus. Aber wir haben ja auch gemerkt, dass die hier zum Teil unsichtbar sind. Die fiesen Schweine. Da wir noch keine Rampe auf dem Boot haben, wird es wahrscheinlich schwer, die hier raufzukriegen. Da müssen wir wahrscheinlich, entweder müssen wir eine Rampe lernen und sie bauen hier, oder müssen gucken, dass wir sie hinterher schwimmen lassen, was ich nicht so geil finde. Erst müssen wir mal raufkommen. Das hätten wir mal bewältigt. Ach so, da haben wir ja schon ein Gewände gebaut. Okay. So rumfahren wir. Okay, auch gut. Hatten wir da irgendeinen Plan mit den Wänden? Ach so, wegen hier, wegen gucken. Ich glaube, ich baue einfach mal welche drauf. Das andere, das Ding, das da unten, das können wir eh austauschen. Das Messer, das war nicht so toll. Für mehr Leder, ja, aber ehrlich gesagt brauchen wir das gar nicht. So, bauen wir hier eine Wand. Hier werden wir wohl auch eine Wand bauen. Komm, machen wir es so, machen wir es zu. Was haben wir denn hier? Lagerfeuer. Okay, könnten wir uns mal ein bisschen was grillen? Wir haben gar nicht so viel. Ist das alles, was wir jetzt rausbekommen haben? Okay. Naja, dann eben nicht. Dann lassen wir das eben. Das ist unser Schrank. Da ist unser Dünger. Da hatten wir doch schon. Ja, da haben wir schon eine Ladung hergestellt. Sehr schön. Mal nochmal Stroh drauf. Eigentlich wollte ich, dass 100 Stroh drin sind. Mal den 100er Stroh hier rein. Gut. Müssen wir. Eieiei. Oh, komm. Ja, genau so. Hier machen wir den Rest mal rein. Hier Metall. Aha, da habe ich auch schon mal ein bisschen angefangen. Sehr schön. Was fehlt uns für den Pfeil hier? Ah, Fasern. Okay. Haben wir hier noch. Aber bauen wir jetzt nicht. Haben wir hier ein Mörser schon drauf? Ja, hier, so wunderbar. Wollen wir uns noch ein bisschen Zündpulver herstellen. Steine. Und hier, Feuersteine. Ja, alles herstellen, bitte. Und den Rest können wir eigentlich mal in den Schrank packen. Das hier ist ja auch, glaube ich, noch genug Feuerholz drin, ja. Falscher Knopf hier. So. Und mal hier, so. Das ist gut. Das reicht für den Anfang. Den Rest schmeißen wir jetzt mal hier rein, dass wir ein bisschen leichter sind. Machen wir auch hier mal die drei Wassertaschen. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt mit uns immer rumzuführen. Dünger. Stroh. Das hier holen wir hier rein. Nein! Ach, wie ich das hasse. Aber doch, eigentlich muss es hier hin sogar. Aber egal, wir machen es jetzt hier hin. So, ein bisschen Verwaltungskram. Muss auch mal sein. Okay. Und jetzt müssen wir eigentlich wirklich gucken, dass wir die Rampe hier vorne. Ne, warte mal. Warte mal. Das hier ist die Vorderseite.
Ah, deswegen habe ich dort eigentlich nicht hingebaut. Na toll. Habe ich die Wand doch dort, ne? So ein Scheiß. Wollte ich eigentlich nicht. Müssen wir die zwei Wände wieder abreißen. Die waren unnötig. Sorry, mein Fehler. Weiß ich aber auch, warum ich es nicht dorthin gebaut habe. Naja, egal. Wir müssen jetzt gucken, dass wir EP bekommen. Wir hacken jetzt einfach ein bisschen Stein und Feuerstein hier. Beziehungsweise hacken Stein, hacken Feuerstein und sammeln Stein am Strand. Naja. Oder machen gar nichts. Fehlt uns wieder Stein. Dann hacken wir doch mal kurz rein. Reparieren. Sammeln. Da können wir nämlich Zündpulver herstellen, dass wir schneller Level abgehen und dann können wir die Rampe bauen und gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Was natürlich toll wäre. So, Stein haben wir eigentlich schon genug. Weil Stein brauchen wir eigentlich das wenigste davon. La la la. Eigentlich müsste die Fackel und die Nahrung umgetauscht sein. So. Genau. Dann habe ich es so liegen, wie ich es möchte. Wir sind nämlich nicht mehr weit weg vom Level ab, deswegen machen wir das diese Folge. Und dann haben wir auch eben gleich ein bisschen Zündpulver dabei. Gehen auch ein bisschen jagen. Bis wir eben den Level ab haben. Dann können wir sagen, gucken wir, was wir in der nächsten Folge machen. Bringen die Dinos nach Hause. Und schauen weiter. Was haben wir das? Irgendwann müssten wir ja auch mal die Forge dann bald herstellen können. Mit Level 20 gibt es einen Haufen neues Zeug zu machen. Ja, hier hängt noch einer irgendwie im Floß fest. Wahrscheinlich sind jetzt alle drunter oder so, wie ich die Sache sehe. Feuer könnten da. Oh, ich hoffe ja nicht, dass die jetzt da unten drunter ersticken oder so. Das wäre ja nicht so toll. Hier nochmal ein bisschen Futter rein. Das müsste nicht sein. Komm. Stell mal schön her. Und ihr kommt hoffentlich mit. Nee. Mann. Ach, es ist so nervig. Das ist aber auch blöd, weil sie mal folgen. Muss mal hier hinschicken. Hä? Irgend ist ein Pfeil. So. Ganz gut klappt das alles noch nicht. Normalerweise folgen sie mir aber jetzt auch nicht mehr. Dann müsste es eigentlich gehen. Ja. Oh, jetzt dürft ihr mal alle wieder folgen, kommt. Was haben wir denn da hinten? Ist das ein Spinno? Das sieht verdammt nach einem Spinno aus. Ach, hier hatte ich ja auch bei mir ein Spinno rumlaufen. Ach du Scheiße. Aber nicht mit dem Bogen, nicht nochmal. Nicht mit dem Bogen und einer Armbrust habe ich dem damals gezähmt. Habe ich gerade ja vor kurzem das Video dazu hochgeladen, also zumindest mal vom Betäubungsvorgang. Das Zähmen habe ich dann doch noch außen vor gelassen. Das hat nämlich 5 Stunden gedauert. Und ich habe keine Lust. Das Zähmen war auch schon richtig, also das Betäuben war schon richtig heftig. Bis der mal in die Knie gesackt ist. Der Olle. So ein Spino hat schon Power. Gerne, schon geil. Würde uns einiges zu einigem verhelfen hier am Anfang gerade. Aber, naja. Kriegen wir nicht down, so. Macht uns direkt kaputt. Beißt uns tot. Ich hatte schon einen Vogel. Ich hatte Level. Das war wenigstens der Vorteil. Ich konnte direkt wegfliegen. Anschießen, wegfliegen, nochmal anschießen und so Dinger. Und dann die Zeit nutzen, wo er sich gegen anderen Dinosauriern gewidmet hat, weil der ziemlich aggressiv ist und alles angreift, was sich bewegt. So konnte ich den eben schnappen. Ja, friss ihn, genau. Super brav gemacht. Da hat er nämlich direkt das Fleisch gesammelt. Ja, schön mit der Dilo-Gang.
Wollen wir gerne wissen, ob man die Schadenswerte irgendwo anstellen kann, die man macht. Beziehungsweise die Dinos machen. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. So, wir sammeln schon mal ein bisschen Holz und Stroh und so ein Kram. Weil eben schon gerüstet sind, wenn die Rampe, wenn es soweit ist, die Rampe zu bauen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal. Ach, das war der Strike, ne? Ja, hast du mich erschrecken gemacht. Komm, geh weg. Ein paar Fasern noch sammeln. Oh, Steine. Leck mich doch. Ich hoffe nur, dass der Spinner jetzt nicht unbedingt hierher kommt direkt. Dass der dort hinten irgendwo festbackt oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ach komm, lauf schneller. Oh, nochmal Licht ein bisschen an. Ich brauche unbedingt hier eine Rampe, einen Zugang. Damit die Dinos auch hier hochkommen. Ah, hier kommen wir hoch. Dinos sind ein bisschen bescheuert. Können das nicht. Oh, schmeißen wir nochmal hier rein. Sacksteine und Feuersteine nochmal herstellen. Gammelfleisch haben wir auch. Narkobirne haben wir auch. Genau 5 reicht. Gegenstand herstellen. So, jetzt müsste es ja jeden Moment bald für ein Level abreichen. Ja, es ist ein Spinnow. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Spinnow oder ein Stego ist, aber es ist ein Spinnow. Jetzt habe ich es genau gesehen. Ja, da kommt Freude auf. So, safen wir hier mal besser. Ein paar Sachen. Futtern. Rein, rein. Egal, alles rein da. Bleib bloß dort, wo du bist. Nee, komm nicht in diese Richtung. Komm nicht hierher. Ich komme nämlich nicht mehr weg mit den Dilos. Ich möchte die aber auch nicht hier durchschwimmen lassen, weil die Piranhas werden die wohl fressen. Schlechtesten Fall. Deswegen hier nochmal Dilo killen. Und oh, daneben geschossen. Och, komm. Oder schieße ich dann hin heute? So. Fress ihn. Fress ihn. Du sollst ihn doch fressen, Mann. Hast du gerade mich gebissen? Hast du mich erschrocken, ey? Der hat ja ein bisschen mehr Lebensenergie. Können wir es mal aufleveln. Ja, du kriegst auch noch mal ein bisschen was zu futtern. Du hast ja nichts. Bevor du mir hier verhungerst. Er hat zwar auch nichts zu futtern, ist mir aber egal. Er ist nur ein Low Bob Dilo. Nee, keine Ahnung, müssen wir gucken. Das war für die alle Nahrung besorgen natürlich. Aber. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Leveln wir sie mal. Hoffen, dass wir gleich auch ein Level abgehen. Wird Zeit. Ich will nicht hier noch lange verbringen. Außerdem ist die Folge ja gleich vorbei. Dass wir in der nächsten Folge schön gediegen weitermachen können. Und auf der anderen Seite sind. Im besten Fall. Und dass der Spinner uns nicht gefressen hat bis dahin. Wäre schon wünschenswert. Ach komm, irgendwo muss doch irgendwo noch so ein scheiß Vieh sein, das man gerade mal auf die Schnelle töten kann. Das ein bisschen EP gibt. Ist nix. Gar nichts. Warte. Eben war hier alles voll mit Dodos, zumindest mal. Jetzt ist hier nichts mehr. Ah, du, Moschbär, ne? Ja, geh in diese Richtung. Ja, genau. Lauf über den Stein, das ist unglaublich, ey. Lauf zum, am besten läufst du zum Para, zum Spinnow, meine ich. Sehe ihn nicht, kaum sehe ich ihn, ey. Lauf ihm nicht so weit hinterher. Ah, hat ihn. Auf was hacken die denn ein? Oh, auf eine Schildkröte, oder was? Nee.
Die ist nicht sauer auf uns. Warum greifen die denn nicht an? Ah, jetzt. Genau. Greife dein Ziel an. Jetzt sind sie auch alle auf. Greife dein Ziel an, okay. Oh, futtert ihn, genau. Sehr schön. Habt ihr super gemacht. Könnte man das Ganze mit dem hier auch machen, aber der frisst ein bisschen mehr. Da habe ich Angst, dass die Dinos draufgehen, und zwar alle. Das muss nicht unbedingt sein. Ach komm, ich brauche ein Level up. Schneller. Geht das hier nicht voran. Ich will hier nach Hause. Spooky nach Hause telefonieren. Komm, mach hin. Kann nicht mehr lange dauern. Spätestens, wenn wir gleich den Spinno getötet haben. Er kommt nämlich immer näher oder so, habe ich das Gefühl. Och man, hau ab, ey. Ich kann dich jetzt gar nicht gebrauchen, Freundchen. Ich kann dich echt gar nicht gebrauchen. Mir echt ein unbehagliches Gefühl bereitet der mir. Zumindest haben wir schon mal ein bisschen Zündpulver gesaved. Der jagt vor allem gerne im Wasser. Der wird irgendwann ins Wasser gehen und dann ist der ganz schnell hier, wenn der im Wasser ist. Deswegen hoffe ich, dass der jetzt... Der kommt wirklich nicht hier hoch, ne? Nee. Dann kommt... Wir müssen noch ein bisschen was farmen. EP-Geiern. Viel kann es nicht mehr sein. Wir sind kurz vom Level ab. Oh. Vielleicht haben wir auch nicht mehr viel. Ach, weißt du. Kombi? Ups, sorry. Ja, du dichtst aus Versehen die Schildkröte an. Das Kombi. Oh. Ein 21er Kombi sogar. Oh, und der Spinner ist verdammt nah. Jawohl. Level up. Ausdauer 1. Egal auf was. Hauptsache Rampe. Wo ist sie? Schneller. Wo ist die Rampe? Wo ist die Rampe? Wo ist die Rampe hier? Jawohl. Ja. Hätten wir, glaube ich, sogar herstellen können. Machen können. Nee, ne? Das wäre jetzt natürlich ein Ding. Hätten wir so wirklich mal gucken vorher. Da hätten wir echt mal gucken sollen. Jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass dieser Scheiß-Spinno jetzt auf die Idee kommt, hierher zu kommen, so kurz vorm Schluss. Wo waren jetzt vorne hier, ne? Ja, das geht. Aber eigentlich müsste man ja hinten aufsteigen. Aber vorne, nee, vorne ist auch gut. So. Jetzt kommt alle Folgen nochmal hier. Kommt. Ihr auch. Kommt. Oh, ey. Ich bin nur noch weit genug weg. Nummer 3. 1, 2, 3, 4. Ah, alle 4 da. Okay. Kommt mit. No, kommt hierher. Hier. Man darf da stehen. Und jetzt hier hoch. Bitte, hier hoch, wenn es geht. Alle. Oh, der ist halt so dämlich. Einer anhalten. Das Spinno kommt immer näher, Leute. Ich hacke euch mal noch den Stein weg. Komm, komm. Stein weg jetzt, ey. So, okay. Kommt. Du auch. Bevor der scheiß Spinno hierher kommt. Kommt hoch. Ich brauche euch noch eine Rampe, wenn ihr wollt. Wenn ihr das besser könnt. Machen wir hier 3 Rampen dran, dann kann man auch besser hochlaufen. Da bauen wir Dino-Tor oben hin oder so. Als Eingang. Ah, jetzt durften sie aber kommen, oder? Ah, ja, brave Viecher, ja.
Alle anhalten und weg hier. Sehr schön. Jetzt haben wir Floß mit Anlegestelle. Also automatische, wo wir hochlaufen können. Einwandfrei. Jetzt weg zur Base. Die los am Start. Die ersten vier. Wir haben Pteranodon. Wir haben Trike. Wir haben Sattelschlepper. Also momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Folge hat wieder Überlänge, wie immer irgendwie hier. Aber das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Nächstes Mal holen wir dich, du Dora Bondo. Nee. Also ich fahre die Bude jetzt noch heim. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Ark Survival Evolved mit der Primitive Plus Mod und eurem Spooky VF am Gamepad. Macht euch einen schönen Tag und schreibt gerne Verbesserungsvorschläge oder Namen für die Dinosaurier. Eure Namen werden erwartet. Schreibt's in die Comments. Bis dahin. Bye bye.